So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ostriff. Hier in unserem kleinen Fischerdörfchen. Da sind wir mal gespannt, wie wir das jetzt hinkriegen. Ob wir die Farm in der Folge fertig kriegen. Eventuell vielleicht noch das neue Haus, das wir hier angezeichnet haben. Dass wir weitere Bewohner bekommen, die wir dringend brauchen, weil uns überall die Leute fehlen. Schauen wir mal hier rein, ob hier zufällig gerade unser Bootbauer am Werk ist. Einwandfrei. Baut das letzte Boot für uns. Sobald das hier drüben ist, werden wir den hier entlassen. Und dann darf er mit als Fischer arbeiten. So, die Boote sind alle da. Den brauchen wir hier jetzt nicht mehr. Und entweder, warte mal, da haben wir zwei Fischer, das müsste eigentlich erstmal reichen. Dann kommt jetzt der, erst kann sich jetzt raussuchen, ob er Schmied werden will. Oder Arbeiter. Aber ich würde mal sagen, warte mal, hier haben wir einen Metallpart, der hat aktuell auch keins. Nehmen wir die zwei raus. Lieber noch einen zweiten Schmied und einen weiteren Bauarbeiter, dass es schneller geht. Hier sollte genug drin sein, genau. Dann sieht es doch schon wieder besser aus. Da müssen wir halt immer darauf achten, dass wir hier bei dem Wagenbauer immer jemanden drin haben, sobald es hier kritisch wird. Aber aktuell sieht es ganz gut aus. Wir könnten ja eigentlich auch zusätzlich noch so ein Radparking aufbauen. Setzen wir mal hier so hin. Haben wir ein bisschen mehr Wagen zur Verfügung und vielleicht auch ein bisschen weiter verbreitet, weil der ist eher hier für das Stadtzentrum zuständig, der dann für hier oben. Und es geht richtig gut weiter bei der Farm. Herrlich. Perfekt, die Farm haben wir schon mal. Dann werden wir hier auch gleich noch Felder anzeichnen. Da werden wir auch ziemlich große Felder machen. So, was ist hier das Problem? Vielleicht auf der Seite erst anfangen? Nein. Ah, wir sind hier zu nah dran. Wegen dem Eingang hier. Auch kein Problem, dann machen wir es halt so. Und natürlich, ich denke so. Dann ist das schon mal das erste Feld, das wird gleich mal aktiviert. Und ja, da können wir jetzt erstmal Weizen machen. Dann würde ich sogar sagen, wir machen hier noch ein zweites Feld nebenhin. Oh, das wird ein bisschen eng so. Dann legen wir es so an, dass die Leute hier auch durchkommen. Das können wir auch aktivieren, aber auf dem hier, warte mal, deaktivieren nochmal. Kann ich das nicht mehr machen? Okay.
weil ich das jetzt schon aktiviert habe, ich Trottel, und ich jetzt hier auch nicht mehr das Ganze umändern. Jetzt haben wir zweimal Weizen. Aber kein Problem. Wir können ja hier auch noch ein Feld hinsetzen. Bisschen was Kleineres. Da kommen dann auf jeden Fall Kartoffeln drauf. Und dann können wir es aktivieren. Und ich finde es auch cool, dass hier die ganzen Erntehelfer einfach schon selber kommen zum Ansehen. Hat sich auch die Textur verändert, was ich sehr genial finde. Richtig gut. Aber es wird noch ein viertes Feld geben. So. Und so. Dieses Feld hier wird dann noch Buckwheat bekommen. Und wird dann auch noch angesät, bitte. Ich hoffe, es klappt dann auch alles. Und wir werden hier definitiv mal ein paar Leute einfügen. Wo wir aber schon mal rausnehmen, dass Männer hier arbeiten, das möchte ich die Frauen machen lassen. Und Laborers, lass mal hier auch mal die Frauen machen. Dann wird es komplettes Frauenbusiness hier. Und wir haben hier natürlich den Bau schon wieder verpennt. Und da gucken wir jetzt nochmal ganz genau hin, weil das Haus war ja nochmal ein bisschen anders. Ob das auch wieder ein bisschen anders wird oder ob sich's jetzt wiederholen sollte. Aber es sieht doch schon mal genial aus, wenn die Farm hier da ist. Auch mit dem Blümchen hier unten dran. Hammer. Also ich muss echt sagen, das Spiel hat sich super verschönert. Jede Folge macht mehr Spaß. So, da, die sind auf jeden Fall fleißig am Arbeiten. Ich hoffe, meine Fischer sind auch noch im Betrieb. Jawohl. Die Schmiede ist noch besetzt. Der ist auch noch besetzt. Der ist auch besetzt. Der kriegt dann als nächstes... Darf der Buckwheat verkaufen noch. Und Kartoffeln. Das, was wir angesät haben. Mehl gibt es hier noch nicht. Aber für Mehl werden wir in Zukunft auch noch mal einen zweiten Stand aufbauen. Und da können wir nämlich auch das Aussehen ein bisschen verändern. Und wir haben ja gesagt, es wird so ein kleiner Marktplatz. Deswegen kommt er dann hier hin. Und hier wird es dann in Zukunft Mehl geben. Aber dazu braucht man natürlich auch eine Mühle. Wie sieht es hier aus? Hier ist noch keiner eingezogen, könnte aber. Wir haben hier die fixen Arbeiter. Und haben auch hier unten drunter den, wie der Nährgehalt unseres Bodens ist. Nach dem müssen wir natürlich auch immer ansehen. Ein Manager wäre hier nämlich auch ganz cool. Haben wir auch schon mal mit eingestellt, weil dann können wir hier nämlich gucken, was kommt hier als nächstes rein. Dass wir hier dann vielleicht nach Weizen noch die Kartoffeln ansehen, das sehen wir.
Weizen braucht das hier hauptsächlich, das müssen wir eigentlich das hier ansehen. Können wir ja eigentlich auch mal machen. Hemp, dann müssen wir zweimal brach liegen lassen. Nach den Kartoffeln. Oh, ist schon schwierig. Müsste man eigentlich wieder brach liegen lassen. Beziehungsweise wir könnten hier Buckwheat nehmen. Und dann könnten wir hier Kartoffeln nehmen. Und lassen die dann brach liegen. Dann machen wir es aber hier anders. Dann werden hier die Kartoffeln brach liegen. Dann gibt es hier ein paar Dings. Und hier noch wieder Weizen. Und so lassen wir es dann immer durchlaufen. Dann müsste das ziemlich gut funktionieren. Okay, die wurden nicht mehr angesehen, so wie es ausschaut. Aber wenigstens das Weizen, das ist ja schon mal super. Wir kontrollieren jetzt nochmal, ob überall die Leute arbeiten. Das passt auch. Wir brauchen hier im Kart Parking natürlich Fahrzeuge. Dazu müssen wir hier nochmal einen einstellen. Die Arbeiter haben so aktuell nichts zu tun. Hier ist eine neue Familie da. Aber dass unseren Leuten nicht langweilig wird, habe ich mir überlegt, werden wir hier hinten noch eine kleine Mühle integrieren. Oder sollen wir... Ja, sieht, glaube ich, hier hinten viel schöner aus. Können sie hier eine Mühle bauen. Dann können wir nämlich auch das Weizen verarbeiten. Aber als nächstes werden wir noch mal ein bisschen Bänke verteilen bei uns. Da haben wir welche, da sind auch Sitzgelegenheiten, da können sie reinsitzen. Bei denen hier sind wir durch. Der hier kriegt natürlich auch noch eine Bank. Wir haben hier Bänke stehen. Aber hier... Hier gibt's noch nichts. Und hier müssen sie sich ja öfters mal ausruhen. Deswegen kriegen sie hier mal zwei Bänke. Sie kriegen auch hier noch ein Bäumchen, der Schatten spendet. Das werden wir dann hier auch machen. Hier kommt auch noch eins hin. Es dürfte so passen, da wachsen Bäume. Es sieht eigentlich auch ganz vernünftig aus hier. Dann habe ich ja eigentlich gesagt, dass wir hier auch noch wie so einen kleinen Park reinsetzen werden. Werden wir hier auch setzen. Dann wird es hier aber auch ein bisschen anderen Zaun geben dafür. Aber bevor wir den bauen, hier gab es ein neues Tor. Und das finde ich für den Park eigentlich ganz cool. Mal gucken, ob wir hier hinten auch noch eins reinkriegen. Werden jetzt mit einem Bretterzaun hier anschließen.
werden hier noch ein Stückchen hinbauen. Dann wird es hier drin aber noch ein paar weitere Bänke geben. Aber wie gesagt, es soll ein schöner Park werden. Mal ein bisschen mit anderen Bäumen hier auch arbeiten. Natürlich, der Weihnachtsbaum in der Mitte darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier kommt noch mal so einer hin. Wie das läuft, jetzt haben wir natürlich die Mühle wieder verpasst. Oh. Also das Vorhaben, dass ich hier doch jedes Gebäude mit anschaue, wie es hochgezogen wird, ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber wenn man hier die Texturen so anschaut, ist doch Hammer, oder? Oh, da werden Nägel benötigt. Wie sieht denn das hier aus? Warum haben wir aktuell keine Nägel? Ah, Eisen wird auch langsam ein bisschen weniger. Metallparts. Da fehlt noch ein Arbeiter. Und wir bräuchten eigentlich noch ein weiteres Haus. Dann nehmen wir doch die Siedlung hier vorne ein bisschen weiter in Angriff, oder? Und werden hier aber gleich zwei Häuser in Auftrag geben. Oh, schade, kriege ich jetzt da keins mehr hin, so wie ich das gerne hätte. Doch, andersrum. Probieren wir es nochmal so rum. Ah, doch, so würde jetzt auch gehen. Dann setzen wir das da noch hin, dass wir genug Häuser im Ghetto haben. Hier wird auch schon fleißig geerntet. Das heißt, wir brauchen dann auch hier jemanden zum Arbeiten und werden dann hier auch eine Dame suchen müssen. Und unser Park hat hier auch schon ein bisschen zugelegt. Grüner da drin. Die Leute brauchen jetzt alle Buckwheat, was wir aktuell aber noch nicht haben, aber es steht leider zum Verkauf. Was heißt leider? Aber es gibt es einfach noch nicht. Das ist unser großes, großes Problem. Jetzt müssen wir bloß schauen, was machen wir als nächstes. Weil durch das, dass wir eigentlich ein kleines Fischerdorf sind, sollte man eigentlich schauen, dass wir vielleicht einen Trading Dock bauen. Das ist nämlich auch ein neues Gebäude. Das gucken wir uns definitiv beim Bauen an. Dann können wir nämlich auch immer auf der Karte hier dieser blaue Fluss, das ist eine neue Stadt hier oben. Und mit der können wir nur hantieren mit dem Trading Dock. Alle anderen können wir mit dem normalen Trading Post erreichen. Und das wäre ja schon mal ein super Ding. Leute, es tut mir echt leid, dass wir aktuell kein Buckwheat haben. Aber wie das wirklich ausschaut, die ganze Vielfältigkeit hier drin.
Im nächsten Jahr gibt's Buckwheat, meine Lieben. Für euch. So, wird hier schon was gebaut? Nein, weil der wahrscheinlich immer noch nicht da ist. Und gut, so viele Metallparts haben wir aktuell auch nicht. Ja, das Trading Dock wird auf jeden Fall als nächstes benötigt. Da lassen wir mal so ein bisschen schneller laufen. Können wir auch mal schnell rüber gucken, ob hier schon einer arbeitet. Hier arbeitet keiner. Schade. Aber wenn wir jetzt neue Bewohner reinholen, sollten die Berufe eigentlich wieder ziemlich schnell besetzt werden. Und wir sind schon wieder im September. So, das Haus haben wir jetzt auch fertig. Dann hoffe ich, dass wir hier auch ziemlich zügig jemanden finden, den wir hier einstellen können. Oder der hier wohnen möchte, besser gesagt. Es läuft, das Haus wird gebaut. Ja, gut, die hier hinten brauchen noch Buckwheat, aber die anderen haben sich quasi selbst organisiert und ich glaube, die handeln auch miteinander. Weil derjenige hier, der wohl auch Buckwheat gebraucht hat, oder was der braucht, hat jetzt auch keinen Bedarf mehr. Ah, jetzt hat der Bedarf. Mal gucken, wenn das wieder verschwindet, dann könnte es sein, dass sich die untereinander auch aushelfen. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn das so wäre. Es wird gebaut, hier ist immer noch keiner da. Aber die sind hier fleißig am Ernten gewesen. Haben sie auch alles eingesammelt? Ja, sieht gut aus. Jede Menge Weizen hier drin. Und hier fehlt immer noch ein Arbeiter. Hier fehlen noch die Karts. Weil hier fehlt auch noch einer. Und langsam wird es auch ein bisschen knapp, was unser Eisen angeht. Müssen wir auch bald nachkaufen. Und aktuell machen wir ziemlich viel Minus. Aber wir können ja mal kurz hier reingucken. Hier sehen wir Landtax 0,37. Er hat 0,33. Der zahlt gar nichts, weil er gar keinen Garten hat. Es ist alles schön angepasst, muss man sagen. Ja, der hat auch keinen Bedarf mehr. Für die anderen jetzt. Aber sie helfen sich anscheinend wirklich untereinander aus. Wäre halt jetzt wirklich schön, wenn hier einer einziehen würde. Meine lieben Leute. Dann können wir nämlich hier einen Mitarbeiter für hier und für da hinten
organisieren. Das nächste Haus ist fertig. Aber dann würde ich jetzt sagen, bevor wir hier in den Bau gehen von unserem Trading Dock, beenden wir das Ganze und schauen uns das in Ruhe in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.